Okay, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Megaprojekts. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und es ist so einiges passiert. Es ist so einiges passiert. Ich fand es ja erstaunlich, dass so viele es trotzdem nicht mitbekommen haben, dass ich nicht da war. So, jetzt muss ich erstmal die Welt laden. Ist jetzt nicht so optimal, dass ich das so gemacht habe. Von wegen, dass ich während der Aufnahme joine, weil sich die ganze Welt erstmal aufbaut. Ja, nee, ist niemand online. Wir müssen ein paar. Nice. Zombie-Pigman? Ist hier ein Blitz eingeschlagen oder hat jemand irgendein mit einem Zauberstab irgend sowas gemacht oder so ein Zeug? Weil ich glaube, wenn hier ein Blitz eingeschlagen wäre oder einschlägt, dann verwandeln die sich in Zombie-Pigman. Gut, kenne ich mich da jetzt auch nicht so aus. Ich hab, das kann ich glaube ich wieder hochstellen, denn freundlicherweise hat jemand die Lags, oder die Ruckler, meiner Farm ausgebessert. Freundlichsterweise, das ist noch aufgeladen. Und zwar laggt's jetzt nicht mehr so sehr. Und zwar aus diesen Gründen. Ach du Scheiße. Ja, es gab ein oder zwei Kriege in den letzten Tagen. Alter, hier ist ja richtig was kaputt gegangen. Okay, also ich habe es noch nicht gesehen, wie sie es gemacht haben. Das war ein Krieg zwischen Zeronic und Broken Thumbs. Und ja, die haben ein wenig. Ja, ihr seht es ungefähr. Also, ich habe es jetzt nicht. Alter, nicht im Ernst. Oh, nicht bis ganz unten. Ah, das ist doch so asozial. Ah, das wird alles. Das alles wieder auszubessern. Na, das können die ruhig machen. Nee, und wir haben uns da schon ein bisschen abgesprochen. Also, das war eigentlich deren Rache gegen Zeronic. Und ich war jetzt nicht das Hauptanschlagsziel oder sowas. Und ich werde nochmal mit denen aufnehmen und so. Und da klären wir das, glaube ich, nochmal. Na, hier haben sie ein paar Engines. Ich schaue gerade ein bisschen so alles durch, was alles kaputt gegangen ist. Hier fehlen ein paar Engines und sowas. Naja, und. Muss ich mal sehen, also. Ja, hier ist alles noch relativ ganz. Komm hier hoch. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das hat mir jemand in den Kommentaren mal geschrieben. Aber es hat irgendwie doch halbwegs funktioniert oder so. Keine Ahnung. Ja, und wir werden hier eine Menge ausbessern müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Alter, hier sind hier durchgebrochen oder was? Erstmal alles zubauen. Ich versuche erstmal minimale Schäden zu beheben. Also wir brauchen hier auf jeden Fall die ganzen Maschinen wieder. Genau, also hier die ganzen Sugarcane Harvester. Ah, oh, das ist so nervig und so unnötig. Weil die haben, also ich habe jetzt das auch so verstanden, dass das Zeronic das Grundstück von Broken Thumbs ganz abgebaut hat. Die Saves haben sie stehen lassen. Erstaunlich. Da schauen wir auch gleich nochmal vorbei. Wo komme ich hier auch durch? Ich habe das alles wieder zugebaut. Irgendwie. Ja, ich kann ja hier mal ganz kurz was aufbauen. Ja, müssen erstmal. Ich bin noch auch nicht so sehr über den Stand der Lage informiert und so. Deswegen müssen wir da mal schauen, was da rauskommt am Ende. Ich gehe mal hier durch. So. Ja, auf jeden Fall wird hier sehr viel zum Reparieren sein. Aber, Broken Soms, die haben auch, also wir haben uns da ein bisschen geeinigt, dass die da auch mal ein bisschen schauen, ob sie bei mir noch was reparieren können oder sowas. Also ist natürlich problematisch, weil wir mit Zeronic ein Grundstück sozusagen oder ein Projekt haben. Das ist halt so die Sache. Und hier, Alter, die Quarry ist wohl weg. Hat er wohl wieder abgebaut. Naja, das Haus ist ja erstmal futsch. Der Keller steht noch. Naja, fast. Haben sie ja nicht allzu viel verloren. Ne? Würde ich mal behaupten. Ja. Und da ist auch was vorgefallen. Also hier geht's gerade richtig ab. Ja, also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen übertrieben. Das wird auch erstmal nur eine Redefolge. Ich glaube, morgen in der Folge versuche ich dann mal ordentlich das alles auszubessern und so. Da werde ich wahrscheinlich Überlänge machen oder so. Also ich fand es ein bisschen übertrieben. Es stimmt schon so, dass eigentlich das Grundstück ist ja heilig und
Das war eigentlich auch nur dafür gedacht, dass man halt, weil man Feed the Beast spielt, wenn man halt viel Zeit in sowas investiert und sowas, dass man da nichts anrühren soll. Und da haben Zoronic und Gomme oder so schon natürlich angefangen, ist natürlich klar. Aber ja, jetzt ist auf beiden Seiten eigentlich vollkommene Zerstörung. Ja, es ist ein bisschen nervig, ist schon so. Und da muss ich mal sehen, wie man das alles ausbessern kann. Aber hier sonst, hier ist was noch, aber wem ist denn das Grundstück überhaupt? Weil wir haben ein paar neue Leute hier. Das ist, glaube ich, Felix Hardy, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Wir können mal ganz kurz nachschauen. Ich muss auch noch die Beschreibung aktualisieren. Ja, Rotpilz, genau. Felix Hardy. Alles klar. Ja, haben sie einen schönen Pilz hier gepflanzt. Gut, ja, was gibt's da noch mehr zu sagen? Also, wird wohl in den kommenden Folgen oder in der kommenden Folge gemacht, weil ich habe da jetzt keine Lust, da alles wieder zu verteilen. Man muss ja sagen, also, viele haben ja geschrieben, oh, das ist so uninteressant und sowas, wie du das gemacht hast und bla und dies und das. Hab da schon irgendwie recht gehabt, weil ich habe das, naja, ich habe das ein bisschen anders geplant gehabt, aber die Folgen, die ja kamen, das waren ja die Ferienfolgen, während ich nicht da bin. Und das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte, weil ansonsten hätte ich die Arbeit halt alles vielleicht in einer Folge erledigt oder sowas oder alles im Livestream oder sonst irgendwas. Kann ich hier einfach so durch. Ja, das haben sie auf jeden Fall schön gemacht. Kann man nicht sagen. Kann man hier wenigstens, ja, das kann man dann wieder einsetzen. Okay. Ja, wird auf jeden Fall viel zu beheben geben. So da oben und so. Aber wir haben richtig viel Yuyu Matter, das heißt, daraus können wir dann ordentlich auch noch was machen. Hier sammle ich nochmal ein bisschen was ein, weil wir werden dann ordentlich nachpflanzen müssen. Alter, hier haben sie einfach. Ich glaube, eine Turtle haben sie oder so platziert. Irgend sowas haben sie gemacht. Ja, und ja, ich werde auch noch so ein paar Sachen ausbessern, weil es hat ja. Die Maschine hat ja ein bisschen gelaggt. Oder halt zurückklaren geführt. Und das wird dann natürlich auch noch ausgebessert. Da werden wir erstmal sehen, wie das dann abläuft. Okay, also das steht auf jeden Fall hier noch. Ich wollte eigentlich nochmal so aufschreiben, ein bisschen, was so alles futsch gegangen ist. Ich hatte mich hier eine dritte MFSU. Scheint so, ne? Und hier müssten wir eigentlich voll viel Yuyu Matter haben, ne? Ich werde das, glaube ich, so machen. Ich werde mal ein bisschen was saven. Und das werde ich dann benutzen. Ja, hier haben sie die Tank. Die Tanks kaputt gemacht. Es könnte sein, dass wenn man die Tanks wieder ganz macht, also wenn man die wieder zubaut, dass die Flüssigkeiten immer noch drinne sind. Ja, alles klar. Gut, aber das soll ja niemand sehen, dass da noch alles ganz ist, denn das wollen wir jetzt gar nicht. Die Teile sind ja alle. Ach, die haben ein bisschen Biomasse, haben sie. Aber warum laufen die nicht? Okay, die haben noch ein bisschen Biomasse. Das heißt, wir können die wieder starten. Ja, haben sie das da futsch gemacht? Moistner kaputt gemacht. Gut, ich schreibe mir das langsam mal auf. Also, heute, wie gesagt, ist es eigentlich nur so ein bisschen infomäßig. Die ganzen Fermenter und so. Unnötig. Red Pipe Wire kommt hier raus. Unnötig. Ja, nächste Folge versuche ich das, glaube ich, schon mal mehr richtig zu machen, sozusagen. Ah, wenn die voll sind. Nice. Richtig geil. Ich baue die mal ab, weil ich möchte dann diese verwenden. Dann kann ich die Maschine wieder zum Starten, zum Laufen bringen und so. Das ist nämlich voll gut, wenn ich das hab. Sehr schön. Ja, das haben sie gecraftet. Ja, hier wird auch noch ein bisschen was ausgebessert. Also heute ist eher noch so ein bisschen Reden angesagt. Ich bin jetzt erstmal aus dem Urlaub zurück und ich bleibe, glaube ich. Also ich bleibe jetzt eine Woche auf jeden Fall zu Hause. Und danach bin ich aber erstmal weg. Aber das mit dem Vorproduzieren sollte dann gehen, weil wenn ich nur eine Woche dann vorproduziere, dann sollte das eigentlich voll laufen. Ich habe noch ein paar Sachen geplant. Ich muss einfach mal schauen, wie das dann läuft und so. Weg da, Spinne. Und ja. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich werde jetzt noch viel. Also, ich werde jetzt ein bisschen was aufschreiben, was ich alles noch brauche. Hier zum Beispiel die Fermenter brauche ich. Ich brauche wahrscheinlich allerlei neuer Kabel und sowas. Und die ganzen Sugarcane Harvester brauchen wir. Das schreibe ich gleich mir nochmal alles auf. Und auch mit den Engines und sowas.
Und mehr mache ich dann eigentlich auch nicht. Das heißt, ihr werdet nichts verpassen. Ja, ich habe aber auch nicht so viel Zeug, um das zu reparieren schon. Also, das wird erstmal nichts. Hier haben wir noch Lava drin, also. Okay. Okay. Ja, ich wollte eigentlich jetzt schon, wenn ich zurückkomme, wollte ich eigentlich schon anfangen, so, ja, gleich Quarry aufstellen und sowas. Und zack, und so voll die Planung. Und dann jagen die alles oder dann machen die alles kaputt. Das gibt's gar nicht. Das kann aber repariert werden, wenn die Energie, glaube ich, wieder da ist, oder? Ich weiß nicht. Das Wasser. Ah, das müsste sich dann alles eigentlich clearen. Das könnte man ja mal spaßenshalber ausprobieren. Wenn ich den hier dran setze. So. Wird das gemacht automatisch? Ja, genau, da macht dann automatisch das Wasser da wieder hin. Glaube ich. Hier wird ein bisschen was abgebaut. Nee. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Vor allem das Zeug wird ja auch abgebaut, ne? So, der Creeper. Dies, das. Hoffentlich wird das Zeug jetzt nicht alles abgebaut. Hoffentlich fixt das Teil das alles nur automatisch. Der Creeper nervt mich richtig. Verpiss dich. Der kann aber jetzt nicht hochgehen, ne? So, okay, dann haben wir das sozusagen behoben. Wollen wir das erstmal stoppen? Weg da! Weg da! Und tschüss. Alles klar. Also ich glaube, wir sollten das behoben bekommen irgendwie. Das geht schon. Also keine Ahnung, weil hier, das hat sich jetzt schon ausgebessert. Wenn ich jetzt hier das nochmal ein bisschen abbaue. Das heißt, die Weizenfarm haben wir dann auch ungefähr so in die Richtung. Das wird auch gehen. Das mache ich einfach weg. Okay, ich glaube, dann sollten wir das hier schnell wieder hinbekommen. Hier ist ja nicht zu viel kaputt dann. Cobblestone. Machen wir das mal ganz kurz zu. Okay, das sollten wir hinbekommen. Das sollte gehen. Hier. Achso, das habe ich gemacht, alles klar. Gut. Ja gut, dann fangen wir mal an mit dem Schauen, was wir hier so alles noch machen müssen. Hier ist nichts mehr durchgekommen, nur ein paar Seeds. Alles klar. Also ich schreibe mir das mal auf am besten. Und am besten nehme ich einfach das Teil, was hier so rumliegt. Genau, einen Stift habe ich auch. Also wir brauchen einen Moistener. So. Achso, ja, genau. Wollte eigentlich nochmal, dass ich das alles erkläre. Das ganze Teil. Weil das war ja schon ein bisschen verwirrend, wie ich das gemacht habe. So, wie wir das da aufgebaut haben. Sollte ich das nochmal alles erklären? Oder würdet ihr sagen, dass ihr es da schon verstanden habt? Einfach mal nur in die Kommentare schreiben. Ja, nein. Das wäre gut zu wissen. Okay, das sollte ich dann auch schnell wieder hinbekommen. Hier brauche ich auch Pipes wieder und mehr Pipewire. Ich glaube, da habe ich gar nichts mehr, oder? Von dem Pipewire. Ich weiß es nicht. Und hier? War das eine Doppelkiste, oder? Das muss eine Doppelkiste gewesen sein, weil, oder? Ne, warte. Ist in dem Gate was drinne? Ne, dann haben die das Gate abgebaut, glaube ich. Dann muss das hier dran, glaube ich. Oh, ich habe so ein volles Inventar und alles so unsortiert und so. Okay, also hier fehlt noch was. Die Gates. Ah, oh, hier fehlen die Gates. Oh, das ist so nervig. Ich muss die Gates neu machen. Mann. Meine Güte. Gut. Das ist aber klar. Das kriegt man aber gebacken. Habe ich eigentlich Redstone Energy Condens noch? Weil ich müsste eigentlich noch irgendwo welche haben oder so. Dächte ich. Das war auch natürlich richtig fail. Ich habe letztens oder in der letzten Folge die Kisten alle zusammengesammelt und die dann nicht irgendwie hingelegt, damit die Zoronic verwenden kann. Aber das, naja, Intelligenz. Aber das können die abbauen auf jeden Fall. Da werde ich mich nicht drum kümmern. Was mich nochmal interessieren würde. So, was haben die denn? Ach, hier habe ich noch. Was haben die hier? Nee, dann ist er nicht ganz. Hier. Da fehlt noch einer. Ich will mal schauen, ob da noch Biomasse so drin ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne, der ist leer.
Gut, aber der kann ja erstmal so bleiben, wenn er schon ganz ist. Die müssen nur nicht sehen, dass die Lava schon voll ist. Okay. Ja, das haben mir auch richtig viele geschrieben, dass ich den Tower falsch gemacht habe, aber das habe ich richtig übersehen, einfach. Das habe ich gar nicht gepeilt. Weil, keine Ahnung. Sieht man einfach manchmal nicht so. Gut, das können die alles abbauen. Was haben die hier? Also wir brauchen hier eins, zwei, zwei Magma Crucibles. Oh, leer. Ist in der MFSU noch was drin, ne? Ja. Wo zieht die Energie? Oder hat die Energie gerade noch bekommen? Durch die Generatoren, also durch die Geothermalgeneratoren hier? Weil, okay, die sind erstmal voll. Und hier wird, ja, warum liegt die Geometer rum? Ich weiß nicht. So. Und das lädt sich erstmal ganz kurz auf. Das geht dann irgendwo hin. Also, wir brauchen zwei Magma Crucibles. Ich schau mal gleich auf der Hinterseite, ob wir da noch mehr brauchen. Das habe ich auch vergessen anzuschließen, natürlich. Hat aber Zeronic dann ausgebessert. So. Und zwar haben wir hier alle noch da. Also brauchen wir zwei Magma Crucibles. Zwei Magma Crucibles. So. Und was braucht man noch? Wir brauchen hier einen Ignis Extruder. Okay, ein Ignis Extruder. Ich schreibe mir das am besten alles auf, dann kann man das nämlich alles viel schneller craften und so. Igneous. Ich weiß schon, was ich da meine, ne? Gut, also hier brauchen wir nur vier Teile. Ich glaube, die haben hier auch ein Ventil abgebaut, ne? Okay, wir brauchen zwei Ventile hier. Das, na, kann ich mal ganz kurz aufsammeln. Wir brauchen zwei Ventile hier wieder, damit wir die Biomasse schön rumpumpen können. Da und da. Und dann brauchen wir noch zwei solcher Teile. Okay, also zwei Ventile etc. Merke ich mir. Alles klar. Was ist denn bei den Engines kaputt gegangen? Also eins, zwei, drei. Und hier ist das noch ganz. Sagen wir so, ich habe hier, glaube ich, zu viele Engines. Also ich würde zum Beispiel. Nee, wie habe ich das gemacht? Ich muss das hier abbauen wieder. Also ein paar Engines würde ich entfernen, weil ein paar zu viele sind. Die haben die Biomasse ein bisschen zu schnell verarbeitet. Und das will ich nicht. Deswegen nehme ich einfach die untersten weg, glaube ich. Oder ich nehme einfach die obersten weg. Das wäre am einfachsten. Gut, dann kommt das alles wieder hin. Alles wieder zurück. So. Das hier. Das hier. Das hier. Packe ich einfach mal ganz kurz dahin. Ich nehme die obersten mal weg, glaube ich. Und dann mache ich die einfach. Lol, warum kann ich die nicht abbauen? War das nicht so, dass man die abbauen konnte? Das ist doch eigentlich eine Forestry-Dingens. Und die hat man doch. Die kann man auch so mit der Spitzhacke abbauen. Alles klar. Gut, dann machen wir das nicht so kompliziert. Aber die muss ich mit dem. Alles klar. Ich sammle erstmal hier die Engines ein. Kann ich den nämlich umplatzieren. Weil dann ist der Biomasseverbrauch ein bisschen geringer. Und das führt dann wiederum dazu, dass sich ein bisschen mehr Biomasse aufbaut und so. Ist voll gut dann. Dies, das. Nehme ich das nochmal mit. Wird das alles nochmal ein bisschen hier nachkorrigiert. So, und vielleicht haben wir dann schon genug, das wäre ganz gut. Also sagen wir es so, ich hätte schon halt verlangt, dass die Broken Pumps das ein bisschen wieder aufbauen und so ein Zeug. Aber die haben ja nichts an Rohstoffen und sowas, an anderen Ressourcen. Deswegen, das hat überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwas zu fordern, wenn man sich das mal ein bisschen so überlegt. Also zum Beispiel solche Sachen wie Decken ausbessern und sowas und da diese Fläche wieder füllen, das können die noch machen. Da bin ich schon dafür. Und ja, beim Rest. Wie denn? Das ist halt die Frage. Außerdem muss man ja irgendwo mal aufhören, finde ich. Das heißt, es bringt jetzt nicht ewig, wenn wir da ewig. Also, wiederhole ich mich. Es bringt ja nichts, wenn wir uns ewig hier bekriegen, ja, und ewig irgendwelche Rachepläne schmieden und die ausführen. Das hat irgendwie im Endeffekt voll wenig Sinn. Und deswegen lasse ich das auch. So, das ist aber alles von den Anschlüssen noch in Ordnung. So.
kuriere schon alles mal ein bisschen durch. Ja, keine Ahnung, wird nicht zu lange dauern, glaube ich halt. Werde ich in der morgigen Folge, glaube ich, alles erledigen und dann sollten wir auch weitermachen können. So wie gehabt. Ich bin mal noch gespannt, wie wir das mit Zoronic noch so klären und sowas. Weil ich habe jetzt mit ihm noch nicht geskypt oder so. Da oben kann noch mal was hin. 1, 2, 3. Das hier. Okay. Geht schon ein bisschen voran. Gut, also langsam. Ja, der Schaden ist schon ordentlich, aber es ist noch erträglich. Ich kann das noch überleben. Moment, ich kann das noch mal. Nee, ich brauche die Liquidukte. Liquidukte. So. Und hier auch drüben noch mal alles mitnehmen. Nee, anschmeißen können wir es, glaube ich, nicht, weil wir haben ja gar keine Sugarcane-Harvester und sowas. Ich habe mir überlegt, ob man denn nicht. Oh, warte, jemand hat das geschrieben. Okay, alles klar. So. Nee, wir brauchen ja die Sugarcane-Harvester, damit wir das alles wieder zum Laufen bekommen. Und ich muss mich auch um eine neue Methode der Pipes kümmern. Das war ein bisschen falsch. Außerdem, ich hätte das von unten anschließen müssen. Das habe ich aber voll verpeilt. Ja, nicht so schlimm. Wir werden das jetzt sowieso ändern, weil es hat durch die Light-Updates, die werde ich korrigieren, und durch die ganzen Items halt zu Rucklern geführt und so. Und ist natürlich ein bisschen asozial, so und anderen gegenüber, ne? Nur damit wir unsere Anlage laufen lassen können, dürfen wir ja nicht den Server zu sehr belasten. Deswegen das dazu. Okay. Okay. Hier unten muss das wahrscheinlich alles nur verbunden werden, oder? Oder halt nur so ein bisschen, denke ich mal. Hier, das ist ganz anscheinend. Okay, da bin ich erstmal so weit durch, oder? Haben wir jetzt überall hier Engines wieder dran? Das wäre aber allerdings nice. Ich glaube fast, das ist es. So, hier fehlt noch Liquidukte. So, hier kommt Redstone, oder das Pipe-Ding ist dran, das Red Alloy Wire. Alles klar. Gut, das kann dann bald auch wieder in Betrieb genommen werden. Vielleicht haben wir ja noch so ein bisschen Zeug übrig, was wir da verwenden können. Das kommt hier hin, dann kommt da das dran. Okay. Achso, ich wollte noch ein bisschen Yuri Matter saven. Genau, weil sonst. Ich habe jetzt Angst, dass noch irgendwas passiert und dass dann das auch noch futsch oder weg geht und so. Da müssen wir mal schauen. Ich habe nicht so viele Pipes, ne? Deswegen kann ich das gar nicht alles ausbessern. Wir werden das sowieso anders als mit den Pipes machen. Die Pipes können theoretisch dann alle weg. Hier ist es vielleicht nicht so schlimm. Da mache ich dann ein paar Gold Pipes, dann geht das ein bisschen schneller. Okay, dann lasse ich das hier mit den Pipes, glaube ich, dran. Aber hier kommen dann die ganzen Pipes noch weg. Kann ich schon mal mitnehmen. Ja, das ist natürlich richtig nervig, das hier, weil das Wasser stört hier ziemlich. Zum einen. Und ja, das wird dann natürlich alles fluten. Und das hat schon alles geflutet. Na, das werden die ausbessern. Da werde ich mich nicht drum kümmern. So. Und. Ja, das kann dann auch alles weg. Gut, weil das Problem ist, ich hoffe mal, dass diese. Ne, die Etagen sind nicht geflutet, weil davor hatte ich Angst. Aber das ist noch nicht geschehen. Das ist ganz gut. Und ja. Gut, also warte, wie viele Sugarcane-Harvester hatte ich hier? 12. Ne, 6 Stück, glaube ich. 2, 4. Oh, ich kann nicht. Das sind zu viele Etagen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, glaube ich, ne? Genau. 12, also brauchen wir 6 Sugarcane-Harvester. Okay. Habe ich die drei Fermenter schon aufgeschrieben? Ne, ich glaube nicht. Drei Fermenter. Nein, Stift, den brauche ich noch. Alles klar. Und hier halt noch so ein bisschen Pipes und so. Okay, das wird dann ein bisschen anders gemacht. Da werden wir dann Tesseracts verwenden, die dann die Items porten. Dann geht das ein bisschen schneller auf jeden Fall. Und dann sind nicht so viele Items die ganze Zeit im Umlauf. Was dazu führt, dass es besser läuft. Kann man. Oh nein, die kann man ja nicht mal damit abbauen. Ach, ich habe Angst vor dem Creeper, Alter.
Es kann zwar nicht mehr so viel kaputt gehen, aber trotzdem. Och Mann, warum kann man das nicht mit einer Ranch abbauen, Alter? Okay. Habe ich noch Pfeile? Was? Das war's schon. Das ist natürlich geil. So. Alles klar, dann baue ich ganz kurz die Teile ab. Kann ich nämlich schon mal wieder weiterverarbeiten. Und ja, dann können wir das. Also ich glaube, das werde ich dann so machen. Ich werde dann das alles wieder fixen und sowas und alles aufbauen. Danach starte ich erstmal mit ein bisschen Quarries durch. Das heißt, da werden wir erstmal ordentlich Zeug farmen. Und danach werden wir ja alles andere bauen. Also zum Beispiel so Monsterfalle war ja noch geplant. Da muss ich mal schauen, wie wir das mit der. Da hatte ich ja auch eine Kooperation, eine kleine geplant. Mal schauen, ob wir das da noch so machen oder ob ich vielleicht gar nicht so eine Monsterfalle bauen will oder so. Mal sehen. Und ja, ich habe noch. Also Haus kommt auf jeden Fall auch noch irgendwann, aber das muss ich echt mal schauen, weil das ist sowas. Haus ist erstmal noch nicht so wichtig. Da will ich erstmal die anderen Sachen ein bisschen fertig machen. Aber da wir unsere Energie im Grunde fast fertig haben, geht das eigentlich. Das kann dann auch alles weg, ne? Das hier alles so. Okay. Gut. Ja, die Wheat Farm sind natürlich schön ausgewachsen. Haben wir eigentlich noch die diese Teile noch da? Warte mal. Ich will auch mal. Ich will das eigentlich alles mitnehmen, aber ich habe gar keinen Platz gerade, ne? Merke ich schön. Die Combines sind noch dran, oder? Ja, okay. Das heißt, die können das auch schon abbauen und so. Gut. Was ich auch gesehen habe in den Kommentaren, was eine lustige Idee ist, wenn man hier Redstone Engines dran macht, dann befüllen die sich langsam. Dann kann man die halt verwenden. Oder hat jemand haben auf jeden Fall Leute geschrieben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das hat mich ein bisschen gewundert. Minimum Stone, you matter. Okay, gut, dann sortiere ich erstmal ganz kurz. Ich glaube, das wäre ungefähr grob so die Sachen, die wir brauchen, wieder, um das wieder zum Laufen zu bekommen. Hier ist das Zeug noch. Das kommt auch nochmal mal weg, aber noch nicht. Ich will auch nochmal Übersicht haben, was ich so an Items habe, damit ich sehe, aha, muss ich da jetzt noch irgendwie groß was haben, um zum Beispiel die Tesseract zu machen, weil die kostet auch ein bisschen. Bisschen Yu-Yu-Meta. Okay, hat er mir wahrscheinlich gegeben oder so. Was habe ich hier eigentlich für eine Sortierung? Ich habe gar keine Ahnung. So, ich werde mal ein bisschen nur einsortieren, einfach damit wir auch ungefähr eine Ordnung haben. Ich glaube, das Pipes und sowas habe ich da oben reingepackt. Die Teile will ich erstmal mitnehmen. Das kommt weg. Die Teile. Ja, ich habe nur eine Redstone Engine. Vielleicht kann ich ja. Ah, hier habe ich noch ein paar von den Conduits und sowas. Wenn wir auf jeden Fall brauchen, Liquidukte. Okay. Okay. Vielleicht sollte ich die Turtles laufen lassen, dann kriege ich schon mal Rohstoffe. Ja. Das kommt erstmal auch weg. Das hier alles. Gut, dann will ich mir mal die Kisten hier packen. Ich habe leider keine Portal Gun, weil sonst könnte ich das viel einfacher machen, ne? Mach ich mal ganz kurz so. Und ja, vielleicht hier drüben einfach nochmal ein bisschen. Einfach schnell einen Vorrat machen. Ich bin wie so ein Hamster, der sich gerade hier schnell auf den Winter vorbereitet. So. Ich kann auch mal ein bisschen Essen wegpacken, ne? Das hier. Habe ich noch ein bisschen Platz. Das kommt auch erstmal weg. Gut, dann hole ich das erstmal ganz kurz ein bisschen ab. Aber ich muss auch mal auf Jetpack aufpassen. Aber ich glaube, hier ist nicht so viel kaputt gegangen. Bei mir. Halt unter der Erde nur. Hier fliegt jetzt die ganze Zeit Cobblestone raus, weil das nicht ordentlich verarbeitet wird, weil hier kein Dingens ist. Aber kriegen wir schon hin. Wie? Ich kenne mich mit den ganzen Commands hier nicht aus und sowas. Wie kann man denn alle Items hier so rüberbringen? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. So mit Inventory Tweaks. Ich muss mir das mal anschauen. Weil dann kann ich das mal ordentlich machen. Gibt es keinen besseren Weg, das alles wieder nach oben zu befördern da? Weil aus dem Zeug, da kann ich mir ordentlich anderes Sachen machen. Also so zum Beispiel, dann könnte ich mich drum kümmern, erstmal die Rohstoffe halt für die ganzen Tesserakte und sowas für die Maschinen alles zu bekommen.
Und so weiter und so weiter. Wie kriege ich das denn alles weg? Ah, ich habe gar keine Ahnung. Nee, das ist sortieren. Na gut, dann werde ich das erstmal so machen. Dann werde ich auch nicht alle Kisten füllen. Ich brauche ja auch nicht so viel eigentlich. Also, wir haben jetzt erstmal richtig viel. Also, da brauchen wir nicht mehr so viel. Und, ja, also ein Yu-Yu Matter können wir ja trotzdem nebenbei produzieren lassen, weil schadet ja nicht. Aber egal. Ich kann ja eine Dia-Kiste mitnehmen, oder? Eine ganze, weil Dia-Kisten sind eigentlich auch voll nice. Hier zum Beispiel die. Oder ich kann mir einfach eine Savanne craften. Geht auch. Gut, ich nehme mal hier alles wieder raus. Ach man, wie geht das mit den Commands? Options. Nee. Ich glaube, das geht gar nicht hier mit den Options. Ich glaube, das muss man nachlesen. Aber ich will jetzt das auch nicht extra jetzt nochmal nachschauen. Gibt es auf jeden Fall ein paar lustige Inventory-Features, dass man da das alles bequem sortieren kann. So. Dann packe ich das weiter hier unten rein. So. Alles rein. Und ich kann jetzt nur mal ganz kurz demonstrieren, was man daraus alles machen kann und so. Wofür man eigentlich Yu-Yu-Matter braucht. Man kann zum Beispiel anfangen. Ja, zum Beispiel hat das schon gesehen. Lian. Hier das hier. Was gibt's denn alles? Mir fällt jetzt gar nicht alles ein, was es alles gibt. Hier Glas kann man herstellen. Wir können ja einfach mal so ein bisschen Gras kann man auch herstellen. Ich glaube, man konnte auch Holz herstellen. So hier, ne? Ne, wie habe ich's? Mist, ich habe doch gerade Holz gehabt, oder? Ah, das Muster. Nice, das habe ich. Ah, das habe ich nicht gewusst. Dass man die auch so speziell anordnen muss teilweise. So kann man Stein bekommen. Das ist voll lustig. Nee. Okay, aber das ist dann halt so die Möglichkeiten, die man damit hat. Wir können ja spaßenshalber sozusagen auch Diamanten herstellen und sowas. Aber egal. So, alles wieder einsammeln. Dann packe ich das mal unten rein. Und wir produzieren, oder wir würden dann ja auch sowieso wieder richtig viel produzieren, wenn das alles wieder läuft. Deswegen ist das ja halb so wild. So, wo geht's runter? Ach, ich verwechsel das immer. Da. So. Ja, hier habe ich. Ich kann eigentlich dann gleich mal ein paar Liquidukte mitnehmen und das dann. Ach, das bessere ich jetzt nicht alles aus. Ne, ich nehme. Das ist jetzt einfacher, wenn ich dann eine Kiste abbaue und das alles dann einsammle. So, das fällt alles ein bisschen raus, aber das kann ich ja gleich wieder einsammeln. So, schnell hier hoch. Oh, Jetpack ist bestimmt gleich alle, ne? Ich sag's die ganze Zeit, oh, da muss ich jetzt aufpassen. Aber nein, ich tue es nicht. Ich tue es einfach nicht. So, rüber. So, und dann mache ich eigentlich auch, glaube ich, gleich fertig, weil mehr wollte ich eigentlich nicht so schaffen. Erstmal. Das war eigentlich nur so ein bisschen Info. Morgen machen wir dann, glaube ich, ordentlich. Hoffentlich, in Klammern. Und ja, ich wollte eigentlich noch so ein bisschen livestreamen, so demnächst. Da muss ich aber schauen, weil das hat bei mir nie so richtig funktioniert, irgendwie, wie ich das wollte oder so. Und keine Ahnung, irgendwie dies, das. Verstehe ich nicht. Da ist die Kiste, die will ich eigentlich gleich noch haben. Weil dann könnte ich vielleicht gleich mal eine Turtle losschicken, die mal ein bisschen farmt. Ja, kann ich auch gleich hier machen vielleicht. Ich weiß nicht. Weil ich habe eigentlich. Ich habe ja die Erlaubnis, unter Siebs Grundstück ein bisschen was zu farmen eigentlich. Aber ich sehe, er hat da was gemacht. Deswegen mache ich es mal lieber nicht. Weil vielleicht hat er sich ja das anders überlegt und möchte doch alles haben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann er sein. So. Das kommt alles weg. So. Und die Dia-Kiste. Wofür kann ich die eigentlich nehmen? Weil. Also ich würde eigentlich gerne mal jetzt eine Turtle platzieren, so. Würden wir schon mal ein bisschen was farmen. Aber ich weiß halt nicht wo. Das ist halt die Probleme. Also eine Dia-Kiste reicht auch nicht. So, auch gleich mal Jetpack laden währenddessen. Ich will es nicht vergessen. So. Und hier bediene ich mich. Und das hier kann gleich mal das Jetpack fertig werden. Und na, komm, nimm. Ja, ich muss mir echt das mal anschauen mit den Inventarfeatures, weil die sind eigentlich ziemlich cool so. Oh, es gibt einen Portable Tank. Gar nicht gewusst. Nice. Was man nicht alles hat, ist wahrscheinlich, um Flüssigkeiten so zu transportieren. Aber brauchen wir eigentlich nicht so wirklich, weil das sind nur 8 Eimer. 8000 Millibuckets. Was ich da so gerade gesehen habe.
ist eigentlich nicht sinnvoll. Und ja, ich weiß, da liegt jetzt voll viel Yuri-Meta rum, aber das brauchen wir alles gar nicht. Leute, das ist schon so richtig viel. Also, da braucht man auch nicht mehr so darauf zu achten und so. Ich werde das dann, glaube ich, auch einmal so für was Großes verwenden oder sowas. Vielleicht will man ja mal so ein, zwei High-Voltage-Solar-Panels bauen oder sowas. Wäre natürlich auch ziemlich nice. Dann hat man da halt da auch ein bisschen noch eine andere, also eine Möglichkeit, im Grunde eine Möglichkeit, EU mitzunehmen. Also, weil das produziert halt relativ schnell. Aber es craft dauert so lange und sowas und muss ich mal schauen. Aber vielleicht machen wir das, ja. Könnte man sich ja überlegen. So. Und, ja. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Damit werde ich erstmal eine Weile überleben. Das geht auf jeden Fall. Und ja. Gut. Ich würde eigentlich auch mich gerne ein bisschen umschauen, was die anderen so in der Zwischenzeit noch gebaut haben oder sowas. Aber, ja. Jetzt nicht die Zeit dazu. Weil ich will es jetzt auch nicht unnötig noch in die Länge ziehen, weil es sind schon über eine halbe Stunde. Deswegen passt das. Jetzt habe ich die Diamond Chest doch nicht verwendet. Egal. Egal. Ich habe nur noch eine Kuh, ne? Aber Tim hat jetzt auch Dingses Kühe und sowas und ich kann ja auch mal in das Pilzbiom gehen. Deswegen ist eigentlich vollkommen egal. Es war eigentlich viel zu früh, dass ich mir da die Kühe geholt habe. Die Spawner sind noch alle da. Wurden nicht angerührt, zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Ja, ich bin mal gespannt, wie die da weitermachen, weil die haben noch gesagt, dass sie dann weitermachen und sowas. Also die wollen da jetzt nicht einfach irgendwie den Schwanz einziehen und sagen, keine Lust mehr. Ja, das ist natürlich ein schönes Kunstwerk, das auch zwischendurch entstanden ist. Oh, Portals. Das war die Turtle. Oh, vielleicht. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Doch! 5 Sugarcane Harvester. Oh, geil. 5, da muss ich nur noch einen craften. Oder hatte ich nur. Nee, ich hatte bestimmt. Aber die ist auch. Wem ist eigentlich die Turtle hier? Danke. Danke. Danke, dass ich meine Turtle wieder habe. Sehr freundlich. Naja, da haben sie sich bedient. Wahrscheinlich ist eins irgendwie so übergelaufen oder so ein Zeug. Die haben wahrscheinlich nur Excavate benutzt, ne? Nehme ich mal an. Weil sonst fällt mir nichts ein. Mann, ich will auch eine Portal Gun haben. Inzwischen haben alle eine Portal Gun. Manche sogar so zwei oder so. Voll übertrieben. Ist da noch eine Kiste? Weil Zornigs Grundstück ist ja oberirdisch eigentlich fast leer. Da ist ja eigentlich nichts mehr. Ist ja eigentlich nur noch so eine Plattform. Ich bin mal gespannt, wie er das noch weitermacht und sowas. Vielleicht können wir nochmal mit ihm reden oder sowas. Weil jetzt ist ja schon die Quarry platziert gewesen bei denen. Und jetzt ist sowieso alles zu spät. Aber naja. War die Höhle schon hier? Ja, ach so, ja, ich glaube, die war schon hier. Ja, die kenne ich schon, die Höhle. Tolle Höhle. Habe ich eigentlich noch so Zeug? Ja, ich ziehe das nicht länger, weil ich will eigentlich nur noch so ein bisschen rumlaufen, mir das alles ein bisschen anschauen, was hier so alles passiert ist, aber zu spät. Scrapboxen ist eigentlich voll lustig. Habe ich erfahren. Die kann man so benutzen, um so zu tun, weißt du so? Um da so random Sachen rauszubekommen. Ja, das will ich jetzt aber nicht verkraften. Ich nehme jetzt einfach mal Deeper. Und man kann dann einfach die rechts klicken. Genau, einfach so. Dann kriegt man so random Sachen. Das ist lustig. Oh, ich habe eine Schaufel bekommen. Nice. Okay, da habe ich nochmal ein bisschen Fleisch. Sehr schön. Aber dann sehen wir uns dann bald wieder, wenn ich das versuche, alles wieder zum Laufen zu bekommen und so. Und ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.